Hallo und herzlich willkommen zum Stabiler E-Campus. Stabiler ist der Spezialist für hochwertige und zuverlässige Qualitätswasserwagen made in Germany. In einer kleinen Videoreihe erläutern mein Kollege Michael Haag und ich Wissenswertes zu Wasserwagen, den Komponenten und Eigenschaften und auf was man bei Kauf und Anwendung achten sollte. Michael, im ersten Video haben wir ja unser Locked-Vial-Einbausystem besprochen. Mhm. Also wie die Libellen dauerhaft präzise in unseren stabiler Wasserwagen verbaut sind. Mhm. Heute wollen wir uns die Libellen einmal näher anschauen. Ja, genau. Und da gibt es auch einiges Interessantes zu erzählen. Mhm. Wichtig ist ja, dass man die gut ablesen kann. Genau. Deshalb muss die Libellenflüssigkeit auch einen hohen Kontrast aufweisen. Unsere stabiler Qualitätslibellen haben eine Flüssigkeit, die mit ihrem fluoreszierenden Grün besonders gut ablesbar ist. Und das sowohl in dunkler Umgebung als auch im Sonnenlicht. Mhm. Manche Hersteller haben ja Libellen, die tonnenförmig sind. Mhm. Bei stabiler ist die Libelle rechteckig. Warum ist das so? Wir setzen bewusst auf diese Libellenform, da sie aus unserer Sicht weniger Reflexionen verursacht. Es sieht ja so aus, dass man immer aus unterschiedlichen Positionen heraus misst und nicht immer von der gleichen Stelle. Und je nach Lichtverhältnissen neigen dann runde, gewölbte Libellen zu starken Reflexionen, die dann halt natürlich wieder das Ablesen erschweren. Ja, klar. Das ist, leuchtet ein. Verstehe. Ebenso wichtig ist ja die perfekte Oberflächenbearbeitung. Mhm. Was kannst du uns dazu sagen? Der Libellenblock bei uns besteht aus einem hochtransparenten und widerstandsfähigen Acrylglas. Und die Oberflächen und Außenseiten werden auch mit einem sehr hohen Aufwand und hoher Präzision poliert, um Lichtbrechungen dann auch zu vermeiden. Mhm. Und innen, da ist ja diese Ausfräsung, dieses Tonnengewölbes, da ist ja auch Präzision gefragt. Definitiv, weil mit dieser wirklich präzisen Ausfräsung garantieren wir einen ungestörten Lauf der Libelle und der Blase innerhalb der Libelle. Ja. Also der Libellenlauf wird schon stark beeinflusst. Ja, wie definitiv. Die Form innen ist. Ja, auf jeden Fall. Mhm. Auf jeden Fall. Jetzt sehe ich ja hier auch diese Ableseringe. Und die werden bei uns ja, im Gegensatz auch zu anderen Herstellern, tatsächlich als Metallringe in die Libelle eingesetzt. Ja, ja, richtig. Was steckt da dahinter? Der Fachbegriff oder der Hintergrund ist die Vermeidung von einem Parallaxenfehler. Einfach erklärt, wenn du als Beifahrer von der Seite auf den Tacho schaust, siehst du eine andere Geschwindigkeit als der Fahrer selbst. Mhm. Und warum? Ja, wahrscheinlich, weil ich halt von der Seite drauf schaue. Exakt, richtig. Also genau durch den Abstand zwischen der Tachonadel und der Tachoskala entsteht ein Ablesefehler. Wenn ich wirklich nicht genau im rechten Winkel darauf schaue, würden wir nun die Libellenringe außen aufdrucken, würde ja der Abstand zwischen Ring und Blase noch mal größer werden, was dann natürlich den Parallaxenfehler auch noch mal verstärken würde. Wahnsinn. Als Anwender denkt man sowas gar nicht. Ja, aber wir. Okay. Was wir auch immer wieder gefragt werden, ist, warum berührt die Libellenblase nicht die Ringe? Das ist auch ganz einfach zu erklären. Also einmal ist der Punkt, wenn die Ränder der Libelle, also der Blase, schon leicht unter den Libellenringen wären, dann könnte man ja gar nicht mehr sehen, wo genau die Blase denn jetzt steht. Und es ist ja genau das Prinzip der Wasserwaage, dass man genau ablesen kann, ob der Abstand links und rechts der gleiche ist zu den Ringen. Und das menschliche Auge, muss man auch sagen, ist extrem gut darin, Millimeterbruchteile an solch einer Abweichung auch dann wirklich zu erkennen. Ja, verstehe. Dann ist es ja auch so, die Größe der Blase verändert sich ja auch. Exakt. Und hier kommt die Physik ins Spiel. Unsere Flüssigkeit dehnt sich bei Erwärmung aus und bei Kälte zusammen. Dadurch wird die Blase bei Wärme kleiner und bei Kälte größer. Mhm. Und jetzt stell dir mal vor, die Blase würde bei normaler Raumtemperatur bereits genau die Ringe am Rand berühren. Dann wäre im Winter die Blase über den Ringen und damit wäre die Wasserwaage nicht mehr zu gebrauchen. Kann ich nicht mehr messen. Ja, ja. Genau. Ja. Okay. Das leuchtet ein. Temperatur ist übrigens ein gutes Stichwort. Mhm. Stabiler Wasserwaage verkaufen wir ja in Alaska, in Nevada, in Algerien. Mhm, also wir haben da schon riesige Temperaturunterschiede. Oh ja, und deshalb liegt auch ein Qualitätsmerkmal unserer stabiler Libellen in dem extrem hohen Temperaturbereich. Wir garantieren, dass man von minus 20 bis plus 50 Grad Celsius mit unseren Wasserwaagen definitiv arbeiten kann. Wow, das ist ein 70 Grad Temperaturbereich. Gerade wenn es Sommer ist,
hat man ja auch viel Sonne. Ja. Wie sieht es mit dem Sonnenlicht aus? Die stabilen Libellen haben dort auch eine sehr hohe Beständigkeit gegen UV-Strahlung. Natürlich verblasst irgendwann jede Libelle, wenn sie ständig einer hohen UV-Strahlung ausgesetzt ist. Deshalb empfehlen wir auch, nach dem Gebrauch die in einer Tasche oder einem Koffer zu verstauen. Wir haben übrigens sehr schöne Wasserwagentaschen definitiv. Auch im Angebot. Ja, definitiv. Gibt es weitere magische Eigenschaften der Libelle? Ja, wir sprachen ja vorher vom optimalen Lauf der Blase in der Libelle. Mhm. Der hängt einerseits damit zusammen, dass die Tonne innen perfekt ausgefräst ist und die Ringe natürlich auch nicht überstehen. Mhm. Wichtig ist aber auch, dass die Libellenflüssigkeit einen ungehinderten Lauf der Blase ermöglicht, aber noch so zäh ist, dass die Blase auch nicht zu schnell hin und her springt. Und dann auch noch sicherstellt, dass die Blase bei Erschütterungen sich nicht teilt oder irgendwo hängen bleibt. Das alles kann man nämlich bei günstigeren Wasserwagen definitiv beobachten. Ich habe es selber schon mal gesehen, aber hier, da teilt sich nichts. Nee, definitiv, ja. Sehr schön. Unglaublich, wie viel Know-how in so einer Libelle steckt. Denkt man im Tagesalltag gar nicht dran. Nee. Okay. Mit dieser Libellenflüssigkeit, die hat ja schon diese magischen Eigenschaften, wie du uns erläutert hast. Deshalb hüten wir ja hier das bei uns, bei Stabila, das Rezept auch wie unseren Augenapfel. Ähnlich streng wie ein namhafter amerikanischer Softdrinkhersteller sein Rezept für einen koffeinhaltigen Klassiker. Und das Rezept lagert im Tresor. Ah, Betriebsgeheimnis. So, jetzt haben wir viel über die Stabila Qualitätslibellen geredet. Und meistens reden wir ja hier über diese Libelle hier. Ja. Das ist die sogenannte Horizontallibelle. Die hat jede Wasserwaage. Jetzt gibt es ja aber meist noch weitere Libellen. Richtig. Da kann ich aber auch sagen, alles, was wir im Prinzip zu der Horizontallibelle gesagt haben, gilt im gleichen Maße auch für die Vertikallibelle. Die sind, wie der Name schon sagt, für das Messen in der Vertikalen da, aber die verbaute Technik ist die gleiche. Gut. Gerade Vertikallibelle, wer Wert auf hohen Anwendungsnutzen legt, der sollte auf jeden Fall ein Modell mit der zweiten Vertikallibelle nehmen. Gerade wenn die Wasserwaagen halt sehr lang sind, ne? Ja. Ist das schon praktisch. Es lohnt sich dann auf jeden Fall und dann kann ich halt wirklich aus jeder Position heraus bequem messen und muss die Wasserwaage dann halt nicht erst umständlich drehen, weil die Libelle dann gerade oben ist. Mhm. Also das macht es auf jeden Fall viel, viel einfacher. Bei so einer kurzen ist es gerade noch verkraftbar, aber genau, bei einer 2 Meter Wasserwaage wird es dann schon unkomfortabel definitiv. Mit nur einer V-Libelle. Ja, ja. Gut, haben wir ja im Angebot. Perfekt. Mit stabiler Wasserwaagen kann jede Messung, egal ob horizontal oder vertikal, zuverlässig und präzise ausgeführt werden. Ja. So, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, ich hoffe, wir konnten Ihnen erneut Interessantes zum Thema Wasserwaagen vermitteln. Auf unserem stabiler YouTube-Kanal finden Sie unter der Playlist eCampus noch weitere interessante Videos rund um das Thema Messwerkzeuge. Schauen Sie doch mal vorbei. Vielen Dank und Erfolg bei allem, was Sie anpacken.